Ja, wunderbar. Ja, man muss ja eigentlich immer am höchsten Punkt, muss man ja dann eigentlich wieder, ja, einen Schub geben. Das habe ich gerade halt eben nicht gemacht. Da sieht man ja, was rauskommt. Подними. Наверх. Was ist da oben? Gibt es da oben irgendwas? Frage, wo muss ich nicht hin? Gibt es auf jeden Fall hier einen schönen Lichtstrahl. Wie bin ich hier eigentlich hier hergekommen? Nach oben finden. Aber ich glaube, ich bin ganz richtig, ja? Ja, bessere Taktik. Sehr gut. So, immer nach oben. Ich bin aber gespannt, ob die jetzt wirklich irgendwie verletzt ist oder so, oder die einfach angegriffen worden ist. Man weiß ja nie. Oh Gott, darüber jetzt? Nee, oder? Alright. Das geht echt klar. Hätte ich ja nie gedacht. Also noch ganz so nach oben. So. Sehr schön. Speicherpunkt. Ah, oh, Brennstoff ist aufgebraucht. Alles klar. So, ungewöhnliche Biologie. Damit wird klar, wie sie in der Atmosphäre atmen kann. Wie bitte? Die russische Frau scheint eine stark modifizierte Biologie zu haben. Als wir durch ein vulkanisches Gebiet kamen, an sie zu ersticken. Der Sauerstoff aus meinem Anzug half ihr nicht und sie erholt sich erst, als sie ausgeatmet. Als sie ausgeatmet aufnahm, einschließlich Kohlendioxid. Es scheint, dass ihr Körper irgendwie teilweise phosphorsynthetisch ist. Er kann Kohlendioxid aufnehmen und in Sauerstoff umwandeln, wie die Pflanzen auf der Erde. Zwar würde dies ihr Überleben in einer sauerstoffarmen Atmosphäre erklären, aber ich verstehe nicht, wie sich diese Beobachtung wissenschaftlich erklären lässt. Aber das ist eine sehr gute Frage. Vor allem da unten im Krater, gibt es da Kohlenstoffdioxid? Wer ist da so Vulkanexperte? Aber ich glaube, das sind schon toxische Gase, oder? Also Kohlenstoffdioxid ist doch bestimmt dort auch vorhanden im Vulkan. Das kann mir doch jetzt keiner sagen. So, und die geht ihren Weg, okay. Dann würde ich sagen, oh, ich muss da wieder einen Strom anschließen, bevor ich zu diesem Tor komme. Da würde ich mal sagen, ich gehe da gleich einmal rüber. Über diese Brücke, die sehr, sehr wackelig aussieht. Oh, wir haben unseren Schub ja nicht mehr. Wir müssen wieder ein bisschen aufpassen. Wir haben bloß nochmal einen Doppeljump. Und der ist nicht mal so geil. Aber, oh, da unten ist ein Hinweis. Moment.
Ja, ich glaube, weil da oben geht's weiter. Will ich erst mal noch diesen Hinweis. Auch wenn er uns vielleicht nicht so viel weiterbringt. Bericht des Direktors. Ich kann nichts mehr tun, um die Kettenreaktion zu stoppen. Bald wird diese Welt verloren sein. Ich kann meine Rolle in dieser Katastrophe nicht fassen. Aber die blinde Arroganz, mit der ich für die Vernichtung des Planeten gesorgt habe. Da ich fern von meinem Heimatplaneten bin, werde ich nie erfahren, wie der große Konflikt zwischen Moskau und dem Westen ausgegangen ist. Aber ich hoffe ernsthaft, dass es ihm nicht geht. Was, dass es ihm nicht geht, wie uns die Zeuge der Zerstörung, wenn diese bewirkt haben. What? Ich beobachte, wie diese lebendige Welt verrottet und sich in toten Fels verwandelt. Ich hätte unser Volk so gerne den Triumph gebracht. Ich hätte ein Retter sein können. Aber jetzt kann ich ihnen nicht mehr unter die Augen treten. Ich bin froh, dass wir niemals zurückkehren können. Unsere Leute werden nie erfahren, was hier passiert ist. Sie werden nie erfahren, warum ihre Familie nicht nach Hause kam. Sie werden nie erfahren, dass ich die Schuld dafür trug. Ah, dieser Doktor hier. Wie kann der einfach mal einen kompletten Planeten auslöschen? Das war so ein Virus draufbringen. Das finde ich schon heftig. Muss man einfach mal sagen. Aber das ist ja natürlich nicht absichtlich gewesen. War ja unabsichtlich. Steine kann ich nicht verschieben, oder? Kann ich den hier noch raufschieben? Nee. Ich dachte jetzt schon, dass ich hier dann raufkommen würde. Aber das scheint mir ein bisschen zu hoch. Unten, ob wir hier noch wie irgendwie ein Geländer oder so haben. Nee, scheint mir irgendwie auch nicht so. Da muss ich trotzdem mal nochmal unten abchecken und vielleicht über diesen Vorsprung drüber. Der ist ein bisschen zu hoch, oder? Schauen wir mal. Nee, hier ist Ende. Aber hier kann ich doch noch rüber, oder? Nee, kann ich nicht. Ja, ich muss hier mal kurz runter. Mal kurz sterben. Ja, okay. Sind wir da wieder beim Tor? Nee, ich bin hier. Okay, nee, dann muss ich trotzdem erst mal hier hoch. Ha? Aber das schien jetzt echt so, dass ich erst mal wieder dieses Tor aktivieren müsste. Diese Steuerung wird nicht mit Energie versorgt. Finde einen Weg, um die Energieversorgung wiederherzustellen. Haha, das habe ich mir schon gedacht. Dann muss ich trotzdem mal nochmal entweder über die Brücke oder ich schaue hier mal noch kurz, was hier noch so abgeht. Weil vielleicht gibt es ja hier hinten noch was. Ne, sieht noch schlecht aus. Unten ins Lavabecken wollte ich eigentlich auch nicht rein. Okay, dann schauen wir hier nochmal rüber. Auch wenn wir hier dann nicht auf dieses Gerüst dann raufkommen. Uiuiui. Können wir vielleicht trotzdem noch irgendwas aktivieren? Weil unten war doch jetzt auch kein Schalter, oder? Ich kann da unten trotzdem mal nochmal gucken, ob irgendwie ein Schalter oder so noch zum Aktivieren ist. Aber diese Steine, ich habe mir halt gleich gedacht, ja, dieser Stein hier muss einfach noch hier auf diese Plattform. Aber es sieht jetzt auch nicht so danach aus. Was liegt denn da eigentlich auch auf dem Gerüst? Sind das Steine? Das könnten Steine sein. Oh, brauchen wir vielleicht Dynamit? Müssen wir da vielleicht ein Gerüst irgendwie kaputt machen?
Nee, hier komme ich definitiv einfach nicht hoch. Habe ich da so einen Grafikbug gefunden? Nee, passt schon. Alles gut. Alles gut. Hier, dann müssen wir kurz noch mal runter. Sehr, sehr crazy. Wie ein Aufzug oder so? Ist da was? Nee, hier sind definitiv keine Schalter. Ich könnte hier weiter. Dann gehen wir doch einfach mal hier weiter. Vielleicht kommen wir ja groß weiter, aber das sieht mir hier auch nach Sackgasse aus, ja. Da sollte ich wahrscheinlich eigentlich auch nicht hin. Richtig eingangmäßig sieht hier auch nichts aus. Das heißt, es gibt hier auch kein Stromkabel oder sonst was irgendwie weg. Da drüben rüber jumpen habe ich auch schon versucht, aber da drüben ist auch definitiv nichts. Das kann ich euch auch schon sagen. Das sieht mir halt echt so danach aus, dass man hier irgendwie ein bisschen so jump and run, aber eher so jumpen. Wie soll ich da jemals hochkommen? Wenn ich da die Steine kann ich auch nicht bewegen. Und mit meinem Greifarm kann ich eigentlich auch nichts machen. Mein Greifarm wäre erst dann wieder beim Tor. Völlig. Aber wie komme ich hier hoch? Oder kann mir die Frau irgendwie helfen oder so? Geht auch nicht, oder? Ich habe jetzt noch eine Idee. Ist aber ein bisschen absurder. Die wird mir wahrscheinlich nichts bringen. Aber ich probiere sie trotzdem mal aus. Wenn ich jetzt hier diese Brücke hier runter gehe. Ne, hier ist nichts. Ich dachte jetzt, da ist jetzt vielleicht noch irgendwie so ein Spalt oder so in der Erde, wo ich reinkomme. Aber würde mir auch nichts bringen, weil ich muss ja weiter nach oben. Doppeljump habe ich auch nicht. Das wäre dann ein bisschen zu einfach, da hochzukommen. Da in der Ferne ist noch ein roter Schimmer. Aber der ist, okay, der ist wirklich erst hinterm Tor. Puh, das ist jetzt ein bisschen blöd für mich. Sollen wir jetzt eigentlich wieder nach unten gehen, oder? Weil hier hoch komme ich doch auch nie im Leben. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich da immer runterjump. Dass ich da gleich sterbe. Nee, oder? Nee. Aber so klettern kann der doch auch nicht, oder? Doch hier nicht einfach hoch. Hey, 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 ist wieder peinlich. Mit den Stützen kann ich auch nichts machen. Also Dynamit wäre noch richtig geil, wenn das irgendwo herumliegen würde. Dann könnte ich hier einfach bei diesem Gerüst vielleicht was wegsprengen. Dann wird sich was lösen. Aber sieht jetzt nicht so aus. Eieieiei. Das könnte noch interessant werden. Oder ich muss in die Komplettlösung mal wieder reingucken. Aber ich würde zu gerne einfach die Steine hin und her schieben. Aber das geht nicht. Da ich hier nicht mehr weiterkomme. Und ich kann hier nochmal versuchen, hier irgendwas abzuschwatzen.
Ne, da komme ich nicht hoch. Das heißt, kurzer Cut. Okay, wieder da. Und von der Komplettlösung her. Ah, jetzt gehe ich hier nochmal kurz hoch. Man sieht hier schon mal im Hintergrund was Grünes vorschimmern. Das heißt, ich muss trotzdem über diese Lücke drüber. Auch wenn es beim ersten Mal nicht so gut war. Aber es war trotzdem richtig. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass es hier weitergeht. Aber hier haben wir auf jeden Fall wieder so grüne Steinchen. Und können hier was aktivieren. Hätte ich ja nie damit gerechnet. Aber schon mal sehr gut. Auf jeden Fall besser. Wie bei diesem einen Pflanzenviech da. Ist ums Verrecken. Ich wollte. Gut, bleiben Sie da. Oh Gott. Was war denn das jetzt gerade? Ich wollte den doch bloß hier reinlegen. Und mit dem Arm den irgendwie aufsammeln. Geht es nicht mit X? Ätzert. Frag mich jetzt bloß nicht, was das gerade war. Jetzt sind diese Steine wenigstens aktiviert. Ja, wunderbar.